Was hochkommt, muss auch wieder runterkommen. Aber einige Dinge, die in letzter Zeit heruntergefallen sind, sind überraschend, beängstigend oder schlichtweg seltsam. Heute werfen wir einen Blick auf 10 der schockierendsten Dinge, die jemals vom Himmel gefallen sind. Halte Ausschau nach fallenden Wolken, Fischen und Vögeln. Nummer 10. Wolken. Stell dir vor, du wachst auf und siehst, wie die Wolken herunterfallen. Würdest du wegrennen und dich verstecken? Oder würdest du es wagen, sie zu untersuchen und anzufassen? Dieses Ereignis wurde in Marokko gefilmt. Es scheint, dass ein Haufen Wolken auf den Boden gefallen ist. Wie du sehen kannst, war es nicht nur eine einzige Wolke, sondern sie schienen riesige Flächen zu bedecken. Im Internet wurde kommentiert, dass es sich bei diesen weißen, schwebenden Objekten nicht um Wolken handeln könne, denn Wolken würden nicht so klebrig sein. Wie dem auch sei, die flauschige, weiche Substanz scheint mir harmlos zu sein. Was denkst du, was es ist? Nummer 9. Tote Gans. Ja, es ist normal, Gänse am Himmel fliegen zu sehen. Aber was würdest du tun, wenn du eine tote Gans vom Himmel fallen siehst? Wenn du ein Jäger bist, würdest du wahrscheinlich losrennen, um sie zu holen. In diesem Fall lief es etwas anders. Ein Jäger namens Robert Milehammer war während der Jagd so konzentriert, dass er nicht merkte, dass die Gans direkt auf ihn zukam. Er war mit 3 Freunden unterwegs, als einer von ihnen auf eine Gans schoss, die daraufhin vom Himmel und genau auf Robert fiel. Er wurde bewusstlos geschlagen und verlor sogar 2 Zähne. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche Gans wiegt etwa 3 bis 6 Kilogramm und kann aus großer Höhe fallen, was bedeutet, dass das tote Tier ein ziemliches Tempo drauf hatte. Nummer 8. Metallkugeln. Wenn du raten müsstest, wie der Job von Polizeibeamten in Nordvietnam aussieht, würden dir vielleicht einige Dinge einfallen. Was du jedoch nicht erwarten würdest, ist, dass sie versuchen, das Rätsel der 3 Metallkugeln zu lösen, die direkt vom Himmel gefallen sind. Ich weiß, es klingt bizarr, aber fallende Metallkugeln sind nur allzu real. Eine mit einem Durchmesser von etwa 80 cm wurde in der Nähe eines Baches in einer nördlichen Provinz gefunden. Eine andere, etwa so groß wie ein Basketball, landete in einem Garten der Nachbarprovinz. Die 3. Kugel durchschlug Berichten zufolge das Dach eines Hauses. Die Behörden hielten die Metallkugeln zunächst für Bomben, aber weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich bei den herabfallenden Objekten um russischen Weltraummüll handelte. Nummer 7. Haie. Niemand weiß genau, was sich der Regisseur des Films Sharknado gedacht hat, als er die Idee hatte, die tödlichsten Killer der Natur in die Lüfte steigen zu lassen, aber vielleicht wurde er von dieser Geschichte inspiriert. Die Spieler auf einem kalifornischen Golfplatz erlebten einen großen Schock, als sie einen 60 cm langen Hai vom Himmel fallen sahen. Es wird angenommen, dass dies von einem Vogel verursacht wurde, der seinen Fang über dem Golfplatz fallen ließ. Es ist zwar schwer zu glauben, dass ein Vogel einen Hai mit einem Gewicht von 900 Gramm durch die Luft tragen kann, aber es wird noch verrückter, wenn du herausfindest, dass der Vogel den Leopardenhai auch noch 8 Kilometer weit transportiert hat. Man könnte meinen, dass der arme Hai zu lange außerhalb des Wassers war, um zu überleben, aber ob du es glaubst oder nicht, er hat es tatsächlich lebend rausgeschafft. Die Angestellten des Golfplatzes haben den Hai notdürftig mit Salzwasser versorgt und ihn dann ins Meer entlassen, wo er in sein neues Leben schwamm. Nummer 6. Gold. Für einen kurzen Moment enthielt eine Landebahn mitten im Nirgendwo genug Geld, um die Häuser eines ganzen Viertels zu kaufen. Diese Landebahn befand sich in den eisigen Weiten Sibiriens. Das Antonov 12 Frachtflugzeug der Nimbus Airlines hatte keinen reibungslosen Start und die Sache wurde noch schlimmer, als die gesamte Ladung aus Gold, Platin und Diamanten auf die Landebahn fiel. Natürlich schwärmte die Polizei aus, um den Ort vor potenziellen Schatzsuchern abzuriegeln, und das Flugzeug flog zur Reparatur zu einem nahegelegenen Flughafen. Die Besatzung muss sich aber keine Sorgen machen. Die gesamte Ladung im Wert von 368 Millionen Euro ist sicher und unversehrt.
Ein kleines Stück Sibirien kam jedoch für ein paar kurze Momente in den Genuss eines Goldregens. Nummer 5. Spinnen. Gibt es etwas Schrecklicheres als fliegende Haie? Wie wäre es mit fliegenden Spinnen? Ja, es gibt Spinnenarten, die sich in die Lüfte erheben können, um dich zu terrorisieren, und sie überfallen die Ostküste der Vereinigten Staaten. Man nennt sie Yoro-Spinnen, die ihre Netze als behelfsmäßige Gleitvorrichtung benutzen. Aber die Yoro-Spinne schafft es nicht immer leicht zu ihrer nächsten Mahlzeit. Manchmal wird sie von starken Winden aus der Bahn geworfen und Tornados sind auch nicht gerade hilfreich. Wenn die Yoro-Spider aus der Bahn geworfen werden und sich weit entfernen, führt das zu Spinnenkatastrophen am Boden. Da die Yoro-Spider an der Ostküste der USA auf dem Vormarsch sind, werden wir vielleicht noch mehr von ihnen vom Himmel fliegen sehen, um unsere Städte zu terrorisieren. Nummer 4. Was hochkommt, steigt runter. Du hast vielleicht schon mal eine Sternschnuppe gesehen, aber ich wette, du hast sie noch nie so durch den Nachthimmel fliegen sehen. Es sieht so aus, als ob eine Gruppe von Starlink-Satelliten, die am 3. Februar 2022 gestartet wurden, wieder in die Erdatmosphäre eingetreten sind. Nach Angaben von SpaceX hat ein geomagnetischer Sturm die Satelliten auf ihrem Weg in die Umlaufbahn behindert. Bei dieser Mission wurden 49 neue Starlink-Satelliten mit einer Falcon 9-Rakete von Cape Canaveral aus gestartet. Kurz darauf bemerkten Experten, die das Raumschiff verfolgten, dass etwas nicht wie geplant verlief. Experten haben bestätigt, dass die Videoaufnahmen der Sociedad de Astronomía del Caribe, die den Himmel über Puerto Rico zeigen, den Eindruck erwecken, dass die Satelliten vom Himmel fallen. Zum Vergleich: Jeder Starlink-Satellit ist 3,20 Meter x 1,60 Meter groß und wiegt etwa 260 Kilogramm. Solltest du also jemals einen Haufen solcher Sternschnuppen sehen, solltest du in Deckung gehen. Nummer 3. Vom Blitz getroffen? Nein, eher von einem Wels. Es war ein strahlender Sonnentag, als Lisa Lobre auf dem Weg zu einem Sportkurs in Philadelphia war. Da keine einzige Wolke am Himmel zu sehen war, deutete nichts darauf hin, dass es regnen würde, zumindest kein Wasser. Aber es regnete Fische. Einen Wels, um genauer zu sein. Der fiel vom Himmel und schlug Lisa direkt auf den Kopf und ins Gesicht, als sie unter einem Baum stand. Ein Vogel muss ihn oben auf dem Baum im Schnabel gehabt haben und aus irgendeinem Grund fallen gelassen haben, sodass der Fisch auf die arme Lisa regnete. Abgesehen von dem Geruch hatte sie eine kleine Schnittwunde im Gesicht, eine Schwellung und eine tolle Geschichte. Nummer 2. Geld. Im Dezember 2018 kam es in Hongkong zu einem überraschenden Geldregen. Ohne jede Vorwarnung fielen Tausende von Scheinen vom Himmel auf die verblüfften Passanten. Zuerst waren die Menschen verwirrt, aber sie versuchten schnell, das Geld aufzusammeln, als klar wurde, dass es sich bei den herabfallenden Scheinen um 100 Hongkong-Dollar handelte, eine Summe, die etwa 13 Euro entspricht. Während die Gründe für den Geldregen zunächst unklar waren, stellte der Verantwortliche später klar, dass er den Reichen etwas wegnehmen und den Armen etwas geben wollte, indem er das Geld auf die Straße warf. Ob wir ihn beim Wort nehmen oder einen Werbegag vermuten sollen, musst du selbst entscheiden. Nummer 1. Vögel. In einer kleinen Stadt in Arkansas erlebten die Bewohner eine schockierende Überraschung. Statt der sauberen Straßen, die man sonst immer findet, lagen dort reihenweise Vögel auf dem Boden. Tausende von ihnen bedeckten die Straßen, als hätten sie alle beschlossen, gemeinsam ein Nickerchen zu machen. Was war der Grund für diese Vogelapokalypse? Einige der klügsten Meteorologen haben sich zusammengetan, um eine Antwort zu finden, und ihre Nachforschungen führten zu einem verblüffenden Ergebnis. Die Vögel wurden von Feuerwerkskörpern aufgeschreckt, die sie dazu brachten, in willkürliche Richtungen zu fliegen. Aber hinter der Geschichte steckte noch mehr. Zur gleichen Zeit, als die Vögel durchdrehten, bildete sich über der Stadt eine unerklärliche Temperaturinversion.
Diese beiden Effekte zusammen verursachten die Vogelapokalypse. Auch in anderen Teilen der Welt wurden solche Vogelschwärme gesichtet, die zu Boden fielen, ohne dass es dafür eine vernünftige Erklärung gab. Welcher Punkt hat dich am meisten verblüfft? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und wie immer, danke, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal.